Herzlich willkommen bei Brandmundos Astrophysik TV. An unserem Nachthimmel können wir freiäugig 3000 bis 5000 Sterne erkennen. Je nach Ort und je nach Lichtbedingungen. Wir sehen gelbe, rote, blaue Sterne, Sterne mit verschiedenen Entfernungen und Helligkeiten. Aber jedoch gibt es eine Sternklasse, was 70% aller Sterne unserer Milchstraße ausmachen. Das sind die sogenannten roten Zwerge. Und unsere Frage sozusagen ist, können wir rote Zwerge am Nachthimmel sehen? Das eine und die Antwort darauf ist nein. Freiäugig können wir keine roten Zwerge sehen. Der Begründer liegt darin, sie machen zwar 70% aller Sterne unserer Milchstraße aus, und der allernächste Stern ist sogar ein roter Zwerg mit dem Namen Proxima Centauri. Aber das Problem bei den roten Zwergen ist so, dass sie zu leuchtschwach sind. Die haben gerade mal 1% bis 0,1% der Sonnenleuchtkraft, wenn überhaupt, einige sogar noch weniger. Und daher könnte man sie nur in der Nähe sehen, sagen wir mal höchstens ein Lichtjahr Abstand oder so, oder höchstens zwei Lichtjahre Abstände. Aber der nächste Stern ist zwar ein roter Zwerg, Proxima Centauri, aber das kann man nur mit einem guten Teleskop sehen. Während wir Sirius, was 8,6 Lichtjahre entfernt ist, freiäugig sehen können. Und sogar einige Sterne mit mehreren hundert Lichtjahren Entfernung kann man immer noch freiäugig sehen, weil es vielleicht Riesensterne sind oder so. Aber roten Zwergen geht das nicht. Warum kann man aber dann trotzdem rote Sterne im Himmel sehen? Die Antwort, das sind alles weit entwickelte Sterne. Also sobald man roten Sterne im Himmel sieht, kann man davon ausgehen, dass es sich um einen roten Riesen sich handelt. Oder gar um einen Überriesen, wie bei der Betelgeuse zum Beispiel im Sternbild Orion. Aber jedoch gibt es auch Möglichkeiten, rote Zwerge sehen zu können. Erste Möglichkeit sind Feldstecher für besonders helle rote Zwerge, die, sagen wir mal, eine scheinbare Helligkeit von 10 Magnituden haben. Das könnte man mit einem Feldstecher sehen. Aber am besten natürlich sind Teleskope. Da kann man sehr gute Aufnahmen von roten Zwergen machen, da man ja auch Vergrößerungen hat und so. Oder sehr gut sogar sind diese Weltraumteleskope, wie das von Hubble zum Beispiel. Der Hubble-Weltraumteleskop. Hier sieht man ja schon eine Aufnahme von roten Zwergen. Mit dem Namen Proxima Centauri. Mit dem Hubble-Weltraumteleskop aufgenommen. Also sozusagen konntet ihr sozusagen heute erfahren, dass man rote Zwerge tatsächlich nicht sehen kann aufgrund ihrer zu geringen Leuchtkraft. Und dass man da halt Teleskope und so weiter halt braucht, um sie überhaupt sehen zu können. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal dann. Auf Wiedersehen.